Wunderschönen guten Tag, was geht ab? Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute eine neue Folge, so ein kleiner Mix. Wir hatten ja damals angefangen, Hood Cuisine on Tour. Haben jetzt diese Fahrradstyles. Bedeutet, heute gehen wir zu so einer Location, die ich euch schon ewig zeigen wollte. Einer meiner All-Time-Favorites, wenn es um Bowls geht. Ey, okay, allein schon in der Gegend hier könnte ich euch jetzt zwei, drei andere Spots noch zeigen. Aber bei allen müssen wir einen Abstecher machen. Wir holen uns. Alle gestresst. Macht euch locker, es ist langes Wochenende, da gibt keinen Stress. Oder ihr macht ihn euch. Weise Worte. Genau, wie gesagt, hier gibt es noch einen anderen Spot, den ich auch sehr empfehlen kann. Ist ein ganz, ganz kleiner Laden. Vietnamesisch. Super, super nice. Dann machen wir mal kurz einen Abstecher, ohne was zu essen. Ich zeige euch den nur. Bada boom, bada bang. Vietnam Imbiss. Drehen wir einmal um. Und hier in der Ecke auch ein nices Restaurant. Hector auch zu empfehlen. Ich sage euch, wie es ist. Wir peitschen weiter Richtung Kantstraße. Und eine Geschichte zu dem Shop. Da habe ich echt schon bestellt, als ich auf meinen Laden hatte am Saviniplatz. United Vapes Berlin. War auch eine schöne Zeit. Immer wieder schön daran zurückerinnern. Und wo ich das hier gerade sehe, hier gibt es auf jeden Fall Nostalgie, Sharing to the Fullest. Checkt unseren Podcast aus, Synapsenstrolche, auf jeglichen Plattformen. Ah, like. So, hier warten wir mal, bis es grün wird, ne? Na klar? Na klar. Der Kahnstraße. Hier ist auch einparken und Parkplatz finden auf jeden Fall ein Glück. Er hatte Glück. Aber mit Fahrrad ist es alles entspannt. Ihr seht, Fahrradweg fast so breit wie die Fahrbahn. Ne? Da Vinci Phone. Da habe ich mir meine Schutzfolie drauf machen lassen. Für einen Zehner. Auch zu empfehlen. Hier sehen Sie die Wilmersdorfer Straße rechts und links. Eine Einkaufsstraße, in die wir jetzt nicht reingehen. Hier ist auch Waffle Brothers. Gibt es auch eine Hood Cuisine zu. Verlinke ich euch direkt mal oben. Hood Cuisine on Tour. Ihr seht, an jeder Ecke Speis und Trank. Hier drüben gibt es auch so einen Bowl-Laden, hawaiianische Bowl, die habe ich auch mal getestet. Aber die ich da hatte, war kalt, also eher so salatmäßig. Und ich mag das schon, wenn der Reis warm ist, wenn dem Reis warm ist. Ganz straßenstylig. Hier auch eine Lokation, 893. Man sieht von außen, sieht aus wie kein Restaurant, von innen sieht aus wie ein sehr edles Restaurant. Auch ein Laden, den ich nicht kenne, WeGang. Müssen wir testen. Ach Gott, ist das so schön. Hier Leute, ganz kleiner Undercover-Shop an der Straße. Ich sage euch, wie es ist. Auch hier dankt es mir später. Hi. Hallo, hi. Ich hätte bitte einmal diese Rice Bowl mit Tofu. Dann diese Dumplings, die vegetarischen auch. Hier ist immer das Minder. Ja, ich würde hier essen, wenn er gerade leer ist. Perfekt. Ging auch ruckzuck, kam ruckzuck raus. Bada boom, bada bang. Schaut euch das an. Soße drauf, jetzt durchmischen. So, und hier kamen noch die wunderbaren vegetarischen Dumplings. Auch hier gibt es verschiedene Soßen. Ich habe jetzt Sojasauce genommen. Die hauen wir einfach großzügig drüber. Wenn man dann hier wohlgenährt aus dem Laden raussteppt oder vom Laden wegsteppt, überlegt man sich, ob man einfach nochmal Richtung Lietzensee fährt, was auf dieser Strecke hier liegt, und sich da kurz in die Sonne flitzt. Für mich einer der Top-Bowl-Spots. Top-Bowl-Spots. Falls ihr noch einen Geheimtipp habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin genau richtig angenehm gesättigt. Und die Dumplings hatten früher irgendwie eine andere Form. Die waren so ein bisschen länglich. Seit kurzer Zeit sind die so rund, aber gleicher Style, gleicher Geschmack, gleich geil. Hier direkt das nächste, Berlin Burrito & Company. Ach, und hier direkt ist jetzt auch Wonder Waffle. Ein paar Meter weiter zu Waffle Brothers. Superhahn Represent, bester Dönerladen in Berlin mit Rüham. Wie gesagt, eigentlich bin ich ein bisschen auf Zuckerstyles gerade. Die Glukosekurven flach halten, aber zu so einem geilen Essen. Apropos geiles Essen, Toast Brothers, auch zu empfehlen. Ey, alle 5 Meter hier gibt es einfach einen Spot, den man empfehlen kann. Ja, wie gesagt, Glukosekurven flach halten, aber zu so einem wunderbaren Essen brauche ich, also brauche ich nicht, aber doch brauche ich eine kalte Cola oder eine kalte Spezi. Und wer sich dafür interessiert, wenn wir gerade beim Essen sind, der Glukosetrick, ich glaube das erste Buch, was ich in meinem Leben komplett durchgelesen habe, dank dem Kindle, checkt den Link in der Beschreibung. Der Glukosetrick, I like. Ey, wenn ich das hier so sehe, habe ich auch Bock auf den Roller wieder, aber Roller ist halt wieder so Foul-Style. Das hatte ich ja auch lange Zeit, Jahrzehnte, 50er Roller. Aber Fahrrad, ich merke schon, es ist einfach ein anderer Fitness-Style hier. Und wieder werden wir hemmungslos überholt, Leute. Ey Leute, ich weiß nicht warum, aber solche alte Läden, ich würde da nie was kaufen, aber so urige alte Läden, so Antiquitäts-Styles, feiere ich hart. Früher war das nicht so, ich weiß nicht warum. An was liegt es, Leute? Weil man auch jünger wird? Oder was meint ihr? Ich würde da niemals was kaufen, aber irgendwie stehe ich davor. Hier so ein Spiegel, so ein Bildchen. Stehe ich davor und sage, nice. Hat irgendwie Stil. Ey, und glaubt ihr, wie angenehm das ist, dass man einfach auch mal ein paar Kilometer fahren kann, ohne dass man tagelang nicht mehr laufen kann? Wie man sich auch über sowas freuen kann, ne? So, hier zur rechten und linken finden Sie den wunderbaren Lietzensee, wo wir jetzt nach einer kleinen, lockerflockigen Schlemmerei uns ein wenig hinflatzen werden. Hey, du Pfeiler! Ich würde mich an dir anschließen.
Und hier geht es zu dem wunderbaren Lietzensee. Idylligkeit auch in seiner reinsten Form. Ah, und noch eine Sache, weil mir immer mal wieder Leute sagen, ey, schreib doch die Restaurants an. Bada bum, bada bang. Und genau das will ich ja nicht. Ich will einfach hingehen, so wie das Essen rausgeht. Ne? Nicht so, yo, wir filmen jetzt und machen dies und das. Ne? Aber die meisten Spots, die ich euch zeige, bei denen war ich eh schon, die sind zu empfehlen. Ach Gott, ist das so urig und schön. Da drüben direkt ein Hotel, auch ziemlich nice. Wie heißt das? Sehe ich das von hier? Trotz 5,5 Dioptrien auf der Peitsche sehe ich das. Hotel Seehof heißt das gute Ding. Sehr schön. Müssten wir eigentlich jetzt heute im Hotel mal schlafen. Einfach so als Abwechslung. Wunderschönen guten Tag, lieber Lietzensee. Ich sag mal so, ich würde mich jetzt genau hier hinsetzen und die Bowl inner die Kessel noch ein bisschen verdauen lassen. Ich würde mich wie immer über einen Kommentar freuen. Daumen nach oben, abonniert den YouTube-Kanal. In diesem Sinne, bleibt gesund, seid lieb. Bis ganz bald auf jeglichen Plattformen. Ahoi.